Meine Damen und Herren, Monster Hunter World released für PC, auf Steam, auf der Plattform, in der alle Spiele zusammenkommen sollten. Es ist soweit, der 9. August, 18 Uhr war es freigeschalten. Ich habe den Shit gedownloadet, wie ein Verrückter mit maximalen Downloadzahl. Ich habe alles im Haus abgeschaltet, was sonst nicht so auch hätte. 2 MB habe ich aber nur zusammenbekommen. Ist mir egal, ich habe es, ich spiele es, ich nehme es auf und es wird glorreich für meine Augen werden. Alter, ich schwöre. Egal, weiter mal. Vormal Optionen. Ja, ist groß, Standard? Ist mir scheißegal. Vollbild, 3000 Bilder hochseite, keine Begrenzung. VSync, ja, Grafikqualität, es gibt nur am höchsten auf dieser. Audio, was haben wir da? Stimme, Lautstärke, passt, passt. Da brauchen wir groß. Oh, Baby. Soundausgabegerät ist Kopfhörer. 3D-Modus. Ja, was? Sprachchat bitte keinen. Wenn ich einen Sprachchat mit meinem Kumpel habe, mit dem ich garantiert ein paar Aufnahmen machen werde, wird es diese Aufnahmen nur über Skype geben. Ja, wir benutzen Skype, das neue 2018 ist mies und der letzte Dreck, das glaubt man kaum, aber egal. Wo war ich? Sprache, haben wir gesagt. Alles in Deutsch. Bleh. Datenschutz haben wir schon, Standard. Ach ja, ich spiele es nicht auf Keyboard, ich spiele es auf einem PlayStation 4 Controller, der angeschlossen ist. Abschließen. Bitte. Dankeschön. Oh, das ist... Warte, ich drück bereits Tränen aus meinen Augen raus. Es ist so herrlich. Monster Hunter, der Westen, bekommt endlich im Westen seine Adaption auf einen PC. Im Osten hat es bereits Spiele gegeben von Monster Hunter, die auf dem PC erschienen sind. Es gab dann eine gecrackte Version im Westen, die ist dann aber wieder durch einen Patch im Originalspiel so versetzt worden, dass man da nichts machen kann. Ich rede Scheiße, ich will anfangen. Spiel. Die Ladezeit ist immer noch mies, aber es ist egal, ich freue mir ein Bein aus. Los, Spiel! Lade! Mein Körper ist bereit! Ist er nicht, aber es ist eine andere Geschichte. Los! Können wir bitte weiter, danke. Vielleicht halt. Es könnte länger dauern. Danke. Oh, oh. Schwestern und Brüder der 5. Flotte, es ist soweit. Ich werde den Abschied kurz machen. War nie gut mit Worten. Sobald ihr an Bord dieses Schiffes geht, gibt es kein Zurück. Der nächste feste Boden unter euren Füßen wird der neuen Welt sein. Sollte jemand die Nerven verloren haben, möge er jetzt kehrt machen. Keiner wird es ihm vorwerfen. Sehr gut, dann Mast und Schotbruch. Und möge der Saphirstern euren Weg erhellen. Ich muss sagen, die deutsche Synchro ist besser, als ich gedacht habe, meine Damen und Herren. Oh mein Gott, ist das geil. Was geht ab, ihr Säcke? Ah, die Palikos, unsere Kollegen. In guten wie in schlechten Zeiten. Unsere Kellner und Freunde. Und ich habe wieder einen Hunger. Lange Haare bist schon Best Girl. Objectively Best Girl. Hey, schon gehört? Wir sind fast da. Packen wir die neue Welt bei den Hörnern? Fühlt sich ewig an, seit ich von zu Hause weg bin, um mich der Kommission anzuschließen. Okay. Also, nervös? Glaub mir, verstehe ich.
Alles Mögliche könnte uns da passieren, aber hey, da... Hey! Hey, bist du nicht einer der Top-Auswahljäger? Was? Im Ernst? Wir auch. Hey, verrat uns deinen Namen. Jetzt der Charakter. Holla, die Waldfee, weg mit der Maus. Männlich. Ah, Gesicht, schaut mal die Fratzen, die wir haben. Nehmen wir das hier. Das eine ein. Bestätigen. So muss ich... Ich bin weißer als die größte Weißwurst. Aber schon sind Jahre gekommen. Ein paar Falten noch drauf. Das Leben ist stressig. Frisuren, was haben wir da alles? Nö. Nee. Nee. Nö. Schaut aber wie ein Arbeitskollege aus. Okay, nein. Nee. Ich gehöre nicht zu den Yakuza. Nein, falsche Zeit. Ich bin kein Mönch. Samurai auch nicht. Nein, 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 nein. Nein, ich bin noch nicht Sephiroth. Aber ich mag lange Haare. Nein, 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 nö. Erinnere mich irgendwie an meinen Großvater gerade. Nimm uns die Haare. Farbe ändern. In Pechschwarz. Volle Sättigung, keine Helligkeit, perfekt. Augenbrauen checken wir kurz durch. Ein bisschen dickere Augenbrauen. Etwas ernster Gesichtsausdruck. Das schaut ja aus wie ein Großvater, kannst du mir doch sagen, wenn man ins Gesicht anschaut. Egal, weiter. Oh, ist er traurig. Das schaut irgendwie sehr müde aus, so. Müssen sie ihn noch richtig einstellen. Wieder pechschwarz, passt, passt. Sättigung maximal. Wir können etwas dichter machen. Wobei, warte, dann gehen wir nochmal kurz ran. Ah, die passt schon so. Oh! Okay, jetzt schaue ich also wie ein Opa. Das Video wird garantiert sehr lange Character Creator haben. Sehr viel Zeit darin verbringen werde. Immer dich.
Ich würde gerne ein Auge komplett weiß machen, so dass es ausschaut, als hätte es verloren im Kampf. Nein, bitte nicht. Leben und das rechte Auge. Genau verkehrt habe ich es gemacht. Sättigung ganz runter, Helligkeit ganz rauf. Zurück, bestätigen. Linkes Auge. Guck mal, dass mein Großvater so graublaue Augen. So was sick in die Richtung. Passt. Ich habe so eine komische Dreifachverfärbung, es schaut ziemlich komisch aus. Aber egal. Nase, welchen Zinken hau ich dir ins Gesicht? Nö, hier gibt's noch Gold. Nee, da hast du meine Nase gebrochen gehabt. Schaut okay aus. Alter, das ist ein fetter Zinken. Alter, die Waldfee. Nö, schaut aus, dass ich jetzt mal nicht drauf bekommen. Nö, nee, nein. Nein. Nö, nee. Was haben wir da? Nee, ist okay aus. Was haben wir da? Nee. Nehmen wir uns das. Setzt dich ein paar Punkte niedriger. Oder nee. Oh ja, passt dieser. Augen muss er noch mal das niedriger setzen. Also passt jetzt. Mund. Okay, wie viele Bienen haben denn in den Lippen gestochen? Nehmen wir die hier. Bart noch. Dann nehme ich jetzt meinen eigenen. Okay, schwarz wieder. Sättigung, volle Sättigung. Passt. Bestätigen. Make-up. Brauche ich keins, ich bin trotzdem wunderschön. Make-up 2, brauche ich einen Ausdruck. Das schaue ich aus, wenn ich kann versuchen, einen Furz leise rauszulassen. Nein. Der Gesichtsausdruck, wenn man sich den kleinen Zeh in der Früh beim Aufstehen stößt. Wenn das Monster genau im rechten Moment fällt. Delicious. Was haben wir hier noch? Ich bleib bei 2, 2 passt am besten. Unterwäsche. Egal. Was haben wir? Nö, nee, nee. Sonst noch irgendwas? Ach, bleib bei dir. Dann der Farbe ändern. Tiefes Rot hätte ich gerne, danke sehr. Schwarz wird aber auch sexy aus. Ne, Blutrot. Mehr Sättigung, weniger hätte ich. So circa. Schaut schön aus. Tut doch gut auf den Augen, wenn es etwas dunkel ist in der Nacht. Gut, Stimmen anhören.
Nein, bin auch richtig. Und ja, ich wette, jeder von euch, der einen Charakter, mit dem er selber gerne spielen würde und sich keinen Troll-Charakter machen möchte, warte mal, können wir euch den Hintergrund? Ja, können wir. Tag, Nacht, daheim. Das klingt jetzt wie eine Halsentzündung. Das klingt ein bisschen nach mir wenigstens. Gut, bestätigt. Anfangsausrüstung. Oh, Ursprung. Mal schauen. Keine Rüstung, Kettenset, Leaderset, Ursprung. Wenn ich schon kann? Charakter drehen, drehen. Ich habe doch keine Haare dahinter, oder? Nein, passt. Dass es nur dran klebt. Passt. Bestätigen. Und ja, meine Damen und Herren, es geht weiter. Gib deinen Namen an. No Life. Gaming. Und... Ist jetzt ein schlechter Scherz, oder? Kann man es bitte auf 17 ab sofort erhöhen? Ich meine 60... Okay, ich sollte nicht so viel fragen, wenn ich selbst kein Spiel programmiere. Wie mache ich das sonst? Ich könnte wieder SCP-990 nehmen. Aber nee, schreiben wir alles in einer Wurst, so schreiben No Life Gaming Only. No Life Gaming Only, möchtest du sie genau finden? Ja, will ich verdammt nochmal. Weil ich Gottheim! Scheiß Maus! So, schauen wir uns mal jetzt das Fell an. Fell! Ich hätte gern langes Fell. Das macht die Katze flauschig. Ich hätte gern dickes Fell. Was haben wir noch am Anfang? Ich hätte gern eine schwarze Katze. Eine weiße Katze. Na, schwarz. Oder grau? Schwarz. Schwarz, 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 schwarz. Sehr sexy, sehr sexy. Dann hätte ich gerne eine sättige und eine richtig dicke. Danke sehr. Wie würde es ausschauen, wenn ich es ganz kurze Haare geben würde? Geben wir ganz kurze Haare. Aber mit dickem Fell. Passt. Muster. Alle Teile ändern, und zwar... Schneeweiß. Keine Sättigung, absolute Helligkeit. Okay, bestätigen. Oh. Adjust jetzt du. So schaust du, dass es jetzt irgendwann mal eine Narbe gehabt hätte, das größere, mit dem Rot. Brandnarbe. Aber nee, bleiben wir bei weiß. Passt so. Ich will jetzt... Moment, das ist komplett weiß. Warum muss das so alle Teile ändern? Pechschwarz. Gehen wir zurück. Nein, will ich nicht verwerfen. Bestätigen. Fellfarbe. Bitte komplett in weiß. Sättigung runter. Helligkeit drauf. Bestätigen. Muster, Augen. Bisschen angepisst ist sie. Ist ein bisschen happy. Große Augen. Sie wird gerade ganz, ganz woanders. Augen ändere ich. Geben wir die typisch leuchtenden Katzenaugen.